Joho, meine kleinen Farmer, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder auf unserer LS17 Fun Map. Es gibt nämlich eine kleine Neuigkeit hier drauf. Und nein, ich meine nicht die Sprungschanzen, die kennt ihr ja bereits aus dem letzten Video. Deswegen nicht abschalten, es wird witzig. Weil ich habe vor ein paar Tagen einen Vlog gesehen auf YouTube. Da war ein Bällebad-Prank. Ihr wisst bestimmt, welchen ich meine. Und den fand ich so cool, dass ich mir so dachte, komm, Bällebad. Da warst du auch schon lange nicht mehr drin. Ich will auch mal wieder ins Bällebad. Und ja, deswegen hat mich das Video inspiriert. Und ich dachte mir, komm, sowas musst du auch mal im Landwirtschaftssimulator machen. Einfach mal ein Bällebad hinbauen. So, und das zeige ich euch jetzt. Wir dürfen jetzt hier nicht ganz so extrem schnell fahren, weil wir müssen noch hier uns dran vorbeischlingen. Weil das Bällebecken, das ist woanders. Ihr seht es vielleicht schon. So, ich weiß leider nicht, mit welcher Geschwindigkeit wir darüber fahren können, über die Sprungschanze. Wir probieren es einfach mal aus. Ich würde sagen, nicht so schnell. Da ist unser riesen Bällebecken. So, wir machen einfach mal 160. Ja, scheiße! Da war wieder irgendeine unsichtbare Kollision. Warte mal, wir versuchen es nochmal. So, es geht ja relativ fix mit unserem Bugatti. So. 127 hat man circa drauf. Und jetzt klatschen wir sofort in unser Bällebecken. Ja, das war jetzt nicht so die harte Explosion quasi, so ein harter Aufprall, aber soll es ja auch gar nicht. Es geht ja letztendlich einfach darum, im Bällebecken zu landen. So, wir nehmen jetzt den Road Rage. Danach nehmen wir direkt unseren Spezialtraktor und danach die anderen Fahrzeuge. Einfach mal gucken, wie das so ausschaut. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass irgendein Ball noch rausfliegt aus dem Bällebecken. Mal gucken, ob das möglich ist. Ich habe es bislang noch nicht ausprobiert. Also Freunde, das war gerade echt das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe. Und es hat geklappt, so wie man es sehen konnte. So. Wir dürfen ja auch wieder nicht zu schnell sein. Ich würde sagen, wir machen einfach mal jetzt auf 100 km/h so circa. Oder so ein Mix. Ein gesundes Mischmasch daraus. So. Und bam. Boots. Läuft. Nicht wundern, dass hier gerade so kleine FPS-Einbrüche sind, dass wir gerade nur 18 FPS haben. Jetzt haben wir wieder mehr. Weil, wie bereits gesagt, ich hätte gern auch noch ein größeres Bällebecken gemacht. Allerdings kackt das Spiel dann irgendwann ab. Das liegt nicht an meinem Laptop oder an meinem PC, besser gesagt. Das liegt einfach an der Spielperformance, weil irgendwann schafft die Spielengine das nicht mehr zu berechnen. So. Weil es einfach too much ist. Gut. So. Ich mach das mal kurz, um gleich einen Screenshot zu machen. Also nicht wundern. Warte mal, ich stell mal kurz. Boah, 530 fährt das Ding. Alter. Habe ich den nochmal extra getuned? Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das wieder unbelievable Zahlen. So. Boah, das dauert, bis wir den auf 100 gedrosselt haben. So. Sagen wir mal 110. Das ist aber auch übelst schnell bei dieser Geschwindigkeit. Uah. Gut. Dann schauen wir mal. Obwohl, Screenshots mache ich gleich. Oh, jetzt waren wir wieder ein bisschen zu schnell und da war dann auch der kleine Fail. Aber zum Glück geht es ja. So, ich glaube wir... Nein! Wir fliegen zu weit! Oh Gott! Platsch. Ja, ich sehe den gerade nicht. Ist das da unten der Traktor? Ja, da ist er. Lol. Okay. So. Nehmen wir mal den Fan Trissix. Mal gucken, ob der da was machen kann, weil der ist ultra schwer. Und ich glaube schon, dass der da auch wirklich einen Ball wegschieben kann. Weil die Bälle, die sind jetzt auch nicht so extrem schwer. Ihr habt ja eben gesehen, wir konnten den mit dem Bugatti auch schon bewegen. Also schauen wir einfach mal. So. Okay. 104. Das sieht so langsam aus. Aber ich glaube trotzdem, dass wir es hinbekommen, oder? Jetzt ist das zu kurz. What the fuck, Freunde? Wieso schaffen wir das denn nicht, da reinzufliegen?
Dann müssen wir es jetzt mit unserem G65 AMG versuchen. Der hat ja auch schon ein bisschen Leistung und ja, also der fährt jetzt nur 98 km/h, was jetzt nicht so die Welt ist. Aber der hat sehr viele Blitzer. So, versuchen es nochmal. Ah, oh, ist das langsam. So. Da vorne fährt ein Zug, lol. So, Freunde. Schaffen wir das? Ich hoffe es. Ich gebe gerade Vollgas. Warum gibt der... So, komm, let's go. Fahr doch schneller, Mensch. Was soll denn das? 84, mehr schaffe ich gerade nicht. Ich weiß nicht, wieso. Auch hier kommen wir nicht so weit. Ist das traurig. Ja, schade. So schaut das auf jeden Fall aus, das Freunde, das Bällebecken. Wenn ihr noch mehr von so witzigeren Dingen wollt, dann lasst mal da nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt mal in die Kommentare, was wir im nächsten LS17 Fun Video gerne noch machen können. Und folgt mir auf Facebook, Twitter und Instagram. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung verlinkt. Deswegen danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Freunde. Bis dahin. Ciao.